So, hallo ihr Lieben. Ah, ich muss gerade noch hoch. Mein Gott, wie schnell die sich bewegt. Ist der Kühlschrank schon wieder auf? Was ist denn hier los in der Familie? Ah, ich muss gerade noch ein bisschen lachen, weil mir gerade jemand was Lustiges per WhatsApp geschrieben hat. Da muss ich sehr drüber lachen. Ja, Spaß. Du meinst das voll ernst, von wegen Spaß. So, also, wenn ich mich richtig erinnere. Genau. Ein Magnet am Faden. Wir haben ja ein Magnet gefunden und konnten das bis jetzt noch nicht tun. Hier so einen Faden anbringen. Und wir haben 30.000 Anzünder gefunden. Habe ich das richtig in Erinnerung? Wo ist denn immer unser... Wo ist denn immer unser Inventar? Es ist immer so wundervoll, wenn man halt so 30.000 hoch speichert. Alles klar. Wir haben so 30.000 Spiele. Ja. Wenn man so 30.000 Spiele auf einmal spielt, das ist immer gut. Für die Übersicht und so weiter. Ah ja, hier war das. Okay, Ausrüstung, Verbrauchsgüter, ne? Nein. Ausrüstung? Nein. Verbrauchsgüter, waren wir gerade. Inventar? Streichhölzer? Anzünder, genau. Fünf Stück, Alter. Fünf. Wir sind jetzt so imber einfach. OP. Alter, OP. Okay. Wie kann ich jetzt hier nochmal... Ach so, das musste man ja auch immer extra wieder ausrüsten, ne? Oder kann man das hier eigentlich ausrüsten, eh wegwerfen? Space? Kann man das nicht hier auf die Schnelltaste oder so packen? Egal, jetzt kurz vor Ende des Spiels brauchen wir das auch nicht mehr herausfinden. Wir haben jetzt hier einen Faden mit Magnet hier angebracht, ne? Puh. Okay, sehr unscharfe Schnitte, würde ich sagen. Boah, wisst ihr noch, wo der andere Faden war? Habe ich auf Start gedrückt? Ja. Wisst ihr noch, wo der andere Faden war? Taschenlampe, bitte. Es ist so kacke, dass es jetzt so dunkel ist. Boah, ich habe doch jetzt keine Ahnung mehr. Es macht halt Spaß. Ich habe gelesen, das war nur Spaß. Okay. Egal. Tut jetzt nichts zur Sache. Boah, nicht so schnell. Einmal bitte Le Map. Boah, keine Ahnung. Wir hätten uns das aufschreiben sollen. In welchem Haus. Wir haben ja, genau, wir haben auch immer noch nicht dieses Skimobil. Haben wir auch noch nicht fertig gemacht, ne? Haben wir auch noch nicht fertig. Okay, pass auf. Dann werden wir in dieser Folge wirklich hingehen. Wir gehen zur Eiswand zurück. Ja, wir sollten einmal gucken, wo wir lang müssen. Rechts und dann links. Und dann gehen wir zur Eiswand zurück. Ich habe so eine schlechte Orientierung, weil das so dunkel ist, ey. Okay, ich glaube, wir sind falsch, ne? Ne, doch links. Oh, links, 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 links. Ja, mit scheiß 5 Anzünder. Ich freue mich so sehr. Und werden jetzt den oberen Teil da hinter der Eiswand werden wir jetzt erobern können. Weil wir jetzt jedes Lagerfeuer, was wir finden, können wir jetzt problemlos anzünden. So. Einmal aussteigen, bitte. Das ist laut. Ich muss das nochmal. Ein paar Ticken leiser auf meinen Kopfhörer machen. Meine Güte. Ey, Kona ist echt. Das ist. Lautstärke vom Spiel. Das ist der Hammer. So. Axt wieder ausrüsten.
Ach ja, genau. Wir wollten. Stimmt, da kam ja dieses eine Vieh. Genau, lass uns mal kurz gucken, was wir im Auto haben. Shit, genau. Oh, gut, dass ich da jetzt noch dran denke. Stimmt, wir sind ja diesem einen komischen Vieh da begegnet, ne? Wir gucken mal, was wir hier noch an Munition und sowas haben. Stimmt, bevor wir jetzt da hinstaxeln. Ablegen, nehmen. Wir nehmen mal noch ein bisschen Schmerzmittel mit. Steak, Munition. Alles mitnehmen. Wasser, Revolver. Wir nehmen auch mal vorsichtshalber ein Holz mit. Wir sind gerade überlastet, sehe ich, ne? Ah, erster Holperkasten. Können wir auch nicht mehr mitnehmen. Okay. Ablegen. Magnet an Faden. Keine Ahnung, wofür wir das brauchen. Leere Flasche. Leuchtkugel, vier Schmerzmittel, Klebeband. Können wir ablegen? Können wir ein Steak? Wir legen mal zwei Steak ab. Wir haben zwei Erste-Hilfe-Kasten, vier Schmerzmittel. Okay, Erste-Hilfe-Kasten brauchen wir nicht mehr. Streichhölzer legen wir auch mal ein paar ab, aber die bringen nicht so viel, sehe ich gerade. Polaroid-Film. Bringt auch nicht wirklich viel. Hammer. Dann haben wir das Gewehr. Ist das Gewehr. Ist die 303er Munition? Ich spiele zwar auch Shooter und so, aber ganz ehrlich, ich weiß es nicht, die 303er, ist die für Gewehre? I don't know. Flasche Bier. Zigaretten können wir auf jeden Fall alle ablegen, aber die bringen natürlich vom Gewicht her gar nichts, ne? Petroleum 19 legen wir auch ab. Okay, pass auf, wir gucken mal kurz. Kurz. Wenn wir die jetzt hier ausrüsten, ne? Wo kann ich den nachladen? Natürlich ist er nicht zum Nachladen, ist ja klar. Standardtaste ist nicht zum Nachladen. Also 303er für ist auf jeden Fall keine Standard-Pistolen-Munition. Bin ich mir ziemlich sicher. Mich wundert das nur, weil er zeigt halt hier 5 von 10 an. So, und wenn die Munition, die 303er, für das Gewehr wäre, davon haben wir 15, dann würde er 5 und 15 anzeigen oder so. Leuchtkugel. Oder? Oder sind das insgesamt 15 und 5 sind im Lauf und 10 sind noch über? Kann natürlich auch sein. Okay, wir haben keine Munition mehr für unseren Revolver. Das heißt, den können wir hier lassen. Ablegen. Dann haben wir wenigstens hier wieder so ein bisschen Spielraum. Alles andere. Leuchtkugel. Die kann ich doch eigentlich auch nur abschießen, wenn ich dafür so ein. Eine Pistole hab, oder nicht? Haben wir ein Holz mit, vorsichtshalber? Falls wir kein Holz unterwegs finden. Nehmen. Boah, jetzt sind wir voll, oder was? Boah, tatsächlich, wir sind jetzt genau voll. Oh, den Talisman möchte ich auch nicht ablegen. Wir können aber, ja gut, der Schneemobilschlüssel wird natürlich wieder. Der wird mir nichts bringen, wenn ich den ablege. Weil er mir den hier gar nicht anzeigt zum Ablegen. Eisenware bringt ganz. Okay, wir legen eine Eisenware ab. Wir legen die Flasche Wasser ab. Guck jetzt gerade mal durch, was wirklich viel Gewicht hat. Natürlich das Holzstück. Okay. Wir gehen jetzt damit los. 10 Minuten und es ist noch nichts passiert hier. Wir gehen jetzt los. Wir müssen halt auf irgendwas verzichten. Wir können halt nicht tragen ohne Ende.
Ich möchte aber auch nicht... Ist halt auch so schwierig mit dem Werkzeug. Wir haben ja schon nicht das ganze Werkzeug mit, was wir so haben. Aber ich glaube, wir brauchten auch nichts außer den Hammer und eine Eisenware brauchten wir auch, glaube ich, nichts unterwegs. Ne? Das brauchten wir ja für die Brücke. Jetzt weiß ich halt nicht mehr, wo wir gespeichert hatten, ob wir diese Brücke fertiggestellt hatten. Weil wir sind ja irgendwie zweimal gestorben oder so. Ob wir die danach nochmal gemacht hatten, das, ich weiß es jetzt nicht mehr. Sonst würde ich das jetzt auch nicht mitnehmen. Und ein bisschen Gepäck sparen. Ladebildschirm. Ladebildschirm. Oh, jetzt wollte ich mir gerade... Oh, jetzt wollte ich mir gerade Moscherie gönnen. Okay, bisschen weiter rechts halten. Dann kommen wir zu dem ersten Lagerfeuer. Ach, die Steuerung. Ey, das ist also... Wenn wir uns dann einmal kurz ein bisschen aufwärmen. Oh, ich muss mehr trinken. Also in Real Life jetzt. Nehmen gerade schon wieder die ganze Zeit auf. Ich habe gerade Silvio aufgenommen. Und ich trinke natürlich wieder in den Aufnahmepausen nicht genug. So, jetzt einmal kurz aufwärmen. Ah, ich kann ja hier die... Kann ja hier die Cam in dem Spiel nicht ausmachen. Funktioniert ja gleich wieder alles nicht so, wie es soll. So. Oh, ich freue mich jetzt so. Ich freue mich so, dass wir jetzt diese Lagerfeuer anmachen können und endlich in Ruhe alles erkunden können. Hallo? Map bitte. Wo sind wir? Hallo? Wo ist denn unser Pfeil? Hä? Spinnt oder was? Ich habe unseren Pfeil jetzt irgendwie nicht gesehen. Habt ihr ihn gesehen? Ich glaube auch nicht, ne? Egal, wir laufen jetzt einfach mal hier runter. Hier sind wir richtig, Aussichtsturm. Hier ist auch Holz, okay. The door was unlocked. Carl felt kind of disappointed that he wouldn't have to solve the mystery of that padlock. Ach, hier hatte ich noch Feuer angemacht, kann ich mich gar nicht dran erinnern. Ah, jetzt hat er nichts zu sagen. Gut, können wir ein Holz noch tragen? Nee. Ah. Gut, dann hoffe ich mal, dass wir unterwegs Holz finden. Da oben waren wir ja dann auch schon gewesen. Okay, laufen wir erstmal da lang. Ist ja egal. Wir werden sowieso alles hier erkunden. Hier war ja auch noch eine zu Hütte und alles sowas gewesen, ne? Ah, wir haben eigentlich noch so viel zu tun. Ob wir vielleicht mit dem Schneemobil hier langfahren könnten? Gute Frage, ne? Frage ich mich jetzt erst, ob wir hier hätten langfahren können.
Hä, sind wir jetzt doch rechts lang gelaufen oder was? Ne, wir sind links lang gelaufen, genau. Okay. Müsste jetzt hier diese kleine Brücke kommen. Die ist kaputt, alles klar. So. Wir laufen erstmal geradeaus. Ich weiß, rechts ist die Hütte, da können wir, glaube ich, auch schon einen Ofen anmachen, ne? Wo sind wir jetzt? Okay. Wie sieht... okay, wir sind auch noch ganz gut dabei. Wir können ruhig noch ein Stückchen laufen. Ah ja, komm her. Hau ihn nochmal weg, Alter. Ey, Alter. Wie habe ich denn jetzt so krass Schaden bekommen? Warum? Ja, das bringt sehr wenig, aber es bringt auch mentale Gesundheit, sehe ich gerade. Genauso wie das Bierchen. Okay, dann nehmen wir einen davon. Und ein Bierchen, bitte. Da haben wir eigentlich so wenig Bier, ey. Also wenn ich so überlege in dem Spiel, wie oft ich eigentlich Bier eingesammelt habe, wo ist denn das alles hin? Ich habe doch vorher nie was davon getrunken. Weil ich mich ja die ganze Zeit gefragt habe, wofür das eigentlich gut ist. Und ich es nie ausprobiert habe. Bitte, ja. Und die war ja zu, oder? Nördlicher Wald, bla bla bla. Müssen wir langsam mal ein Lagerfeuer finden. It was so cold. Yeah, already yeah, yeah. Carl did not feel his toes anymore. Toes anymore. Wow. Ja, meine mentale Gesundheit ist echt voll. Ah, Lagerfeuer. Wow. Lagerfeuer. Ich freue mich sehr. So. Wäre nur cool. Ja, jetzt haben wir halt nur ein Holz mitgenommen. Aber naja. Da müssen wir halt vielleicht nochmal zurücklaufen oder so. Mal sehen. Streichhölzer, Zigaretten und ein Ersthilfekasten. Krasser Scheiß. So. Ja, jetzt kann ich mich natürlich nicht mehr dran erinnern, wo dieser, Special, ich muss mal, Entschuldigung, ich muss mal eben mir kurz was zu trinken einschütten. Ich weiß nicht mal, wo der Special-Typ war. Ist ein bisschen doof. War der da oben an der Ecke, wo dieses, Wandersymbol ist, war der da oben? Ich weiß es gerade nicht. Ach, egal. Wir haben jetzt hier abgespeichert. Und, ach, hier war, hier, genau, hier war zugeschüttet.
Wir werden es ja sehen, wenn da dieser komische Höhleneingang ist. Dann gehen wir erstmal wieder zurück. Oh, ich werde jetzt, glaube ich, doch ein bisschen müde. Ich hatte eigentlich gehofft, das Spiel jetzt durchzuspielen. Mal gucken, ob ich das schaffe. Ja, doch, ich glaube, da war der Höhleneingang mit dem Vieh, ne? Ja. Okay, da gehen wir jetzt natürlich noch nicht hin. Weil ich glaube, obwohl es da oben eigentlich auf der Karte weitergeht, ne? Bis nach Hamilton. Deswegen kann es eigentlich nicht das Ende des Spiels sein. Weil da oben Hamilton, da müssen wir doch mit Sicherheit hin zu dem Haus. Wir haben ja gerade hier vorne direkt abgespeichert. Wir versuchen jetzt mal, dieses Vieh platt zu kriegen. Two more victims of this ice plague. Carl felt a chill down his spine. What if he was next? Können wir nicht die Knarre hier nehmen? Warum können wir die Knarre hier nicht nehmen? Ist, wäre so geil. Carl felt the strong pull of a vision. Okay, wir rüsten schon mal aus. Wir wissen ja schon, was kommt. Overcoming. Ja, das haben wir ja auch schon alles gesehen. Können wir das irgendwie überspringen oder so? It looked like a Dokumente, Optionen. Simple hunting accident. There was Hamilton. Carl recognized him. Major hunting accident. The doctor examined the young woman. But death couldn't be overturned. She was dead. Wenn ich jetzt den Kampf nicht bestehen sollte, werdet ihr euch natürlich jetzt nicht 50 Mal das hier angucken müssen. Aber drückt mir die Daumen, dass wir das jetzt schaffen. It was not the type of body you buried in a big ceremony in the village graveyard. Ach, die arme Schnecke, ey. It had to be hidden. No one could know about this. The best way to do that was to have a simple-minded man bury the poor girl. Lamotte, the mechanic. The doctor denied the unfair death of the young woman, but Hamilton had him in his grips. Hamilton knew all of the poet's secrets and wouldn't hesitate to reveal them. I know all about your crimes, you little communist. You know mine. What a sordid affair. Understood the ins and outs of the affair. A woman had been killed in an unfair accident, and a young warrior had damned himself to avenge her. Genau. But Hamilton, the one responsible, had already been killed.
and so the beast could not quench his thirst for vengeance. And now, recklessly, Carl had pulled the bolt from the beast's heart. Ja, ich wünschte, ich hätte es nicht getan, aber... But a young free man lost without his fiancée, and who had, out of hatred, become Wendigo. Scheiße, das war daneben. Nein! Ich habe einen daneben geschossen bis jetzt. Wow. Boah, was ist denn mit meiner Gesundheit los, ey? Really? Alter, direkt die Hälfte runter? Oh, das ist falsch. Alter Schwede, ey. So, ich hab gedacht, ich denke mal auf den Boden. Boah, der war doch noch voll weit weg, ey. Meine mentale Gesundheit ist so im Arsch. Boah, ich habe den jetzt schon so oft getroffen. Okay, ich glaube, wir müssen mal eben noch einen nehmen. Eigentlich müssen wir einmal schießen und wegrendern. Wow. Alter, ernsthaft? Boah, der ist einfach so scheiße schnell, ey. Ich glaube, ich mache irgendwas falsch, ne? Wahrscheinlich müssen wir... Renn doch mal bitte. Wahrscheinlich müssen wir irgendwas anderes machen, oder? Ja, ist klar. Oh, ich habe gar keine, ich habe gar keine... Wow. Okay, wir müssen erstmal wieder ein bisschen wegrennen. Aua! Verbrauchsgüter, Schmerzmittel. Alter! Really? Wie schwer ist denn das hier bitte? Alter, wie viele kommen denn hier? Muss ich vielleicht wegrennen? Aua. Alter, ich bin voll in der... Der lässt mich erfrieren. Der lässt mich einfach erfrieren. Hä? Was muss ich denn machen bei dem? Checkpoint dann. Okay, ich dachte jetzt erst... ja, das müsste ja, das ist ja mal der letzte, ne? Ich dachte jetzt erst, wir müssen vor dem wegrennen. Okay, verstehe ich nicht so ganz. Oh nein! Unterschlupf ist... Ah nein, das ist der Checkpoint? Willst du mich verarschen? Ernsthaft? Können wir nicht bitte... Okay. Ich überlege gerade, ob wir uns einfach töten lassen. Oh. Ja, auch gerade die Aufnahme ist schon längst wieder überschritten. Ach, scheiße, ey.
Ja, wir müssen irgendwas anderes machen. Das kann nicht richtig sein. Wenn ich auf den draufballer, so, das juckt den überhaupt nicht. Und wenn wir jetzt hier hinrennen... Dann kommen wir ja nur in eine Sackgasse rein, ne? Dann müssen wir halt vielleicht die Leuchtkugeln verwenden. Aua. Aber wir haben doch keine Pistole dafür. Dynamit haben wir noch, aber können wir ja schlecht an den anbringen. Wir haben Leuchtkugeln, aber die können wir doch bestimmt nicht mit dem normalen Revolver benutzen, oder? Das ist so das Einzige, was, wo ich jetzt denke, sowas irgendwie Sinn machen würde, dass wir ihn bekämpfen können, weil ich glaube ja, dass, keine Ahnung, mit normaler Munition können wir nicht bekämpfen. Das heißt, Sinn würde es machen, ihn mit Feuer oder so zu bekämpfen. So, wir können aber hier... Aua. Diese Wölfe kommen, macht es irgendwie nicht besser. Ich will jetzt noch mal ganz kurz gucken, wenn wir in die andere Richtung komplett laufen. Aber ich glaube, da war dann auch Sackgasse, ne? Da konnten wir nichts machen oder so, ne? Boah, renn doch, Junge, ey. Du mit deiner 2 Sekunden Ausdauer, ey. Echt unnormal. Ja, okay. Hätte ja sein können, dass da irgendwie ein Lagerfeuer ist oder keine Ahnung, ey. Whatever. Guck mal, hier ist eine Lücke. Tschüss. Okay. Ja, okay, wir lassen uns wieder umbringen. Weil ich möchte gerne vom Checkpoint laden. Vom vorletzten dann. Och, Kacke. Ja, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, die hoffentlich wieder etwas erfolgreicher wird als diese. Bis dann.